Hallo, ich bin Chef David Janke und heute würde ich gerne mit euch ein paar Tipps teilen über Kugelausstecher oder Parisienlöffel und auch zeigen die verschiedenen Unterschiede, die wir im Leben finden können, dass euch vielleicht helfen könnte beim Aussuchen und auch zeigen natürlich, wie man sie benutzt. Ein Kugelformer ist ein kleines becherförmiges Löffelwerkzeug, was rund sein kann oder auch oval sein kann, wie ungefähr so ein bisschen wie eine Olivenform. Und es funktioniert, indem wir das auf das Produkt drauflegen, dann reindrücken und dann rumdrehen, um dort dann halt ballförmige kleine Stücke rauszuholen, rauszuschneiden. Wir benutzen die Kugelformer aus Stecher zum Beispiel für verschiedene Früchte, um Kugeln rauszuschneiden aus Kiwis, Äpfeln, Birnen oder aus Wassermelone oder normalen Melonen. Wir können sie auch für Gemüse benutzen, wie zum Beispiel für rote Beete, für Gurken, für Karotten, für Kartoffeln, Zucchinis oder auch für Eis, wenn Sie keine kleine Präsentation machen möchten oder auch zum Beispiel für Butter, das geht auch, um Butterkugeln zu machen. Wir machen eigentlich diese Schnitte oder wenn wir jetzt, sagen wir mal, gleiche Schnitte zu bestimmten Gemüsen machen, dann ist das zum Beispiel, weil wenn Sie kochen wollen, dann haben die alle dieselbe Oberfläche und würden alle zur selben Zeit kochen. Aber meistens ist es eigentlich zum Dekorieren Zweck, sagen wir mal so. Zum Beispiel wie bei Früchten, die wir eigentlich auch nicht kochen. Das ist ja halt nur zum, damit die Präsentation halt besser aussieht und auch insgesamt, dass man den Teller ein bisschen besser dekorieren kann. Hier sind einige von meinen Kugelformer ausstechen. Es gibt natürlich sehr viele Marken und sehr viele Sorten und allgemein kann man sehen, dass die aus verschiedenen Materialien gemacht sind. Zum Beispiel, wir sehen ja hier die Griffe, die können zum Beispiel aus hartem Plastikkunststoff gemacht sein. Das Schwarze hier, das was natürlich sehr gut ist, das ist sehr sauber, auch sehr fest, kann aber auch ein bisschen andere Plastikkunststoffe sein, die natürlich nicht so hohe Qualität haben. Man kann auch sehen, dass die aus einem einzelnen Stück gemacht werden können, aus einem Stück Metall, was natürlich sehr gut ist. Es gibt uns ein bisschen mehr Sicherheit, denn hier könnten die natürlich aus dem Griff irgendwann mal rausfallen oder auch abbrechen. Hier kann man auch sehen, das sind zwei Seiten hat hier, was natürlich auch sehr gut ist. Jede Seite hat eine andere Größe, die auch immer nice bei den Professionellen auch mit einer Nummer angegeben ist. Ne? Ansonsten kann man sehen, dass die alle ein Loch auf dem Boden haben. Das ist ganz wichtig, denn wenn wir halt die Kugel gemacht haben, das Loch hilft uns dann, damit die Kugel auch wieder leicht rauskommt. Man kann auch sagen, dass es sehr wichtig ist, dass wir ein gutes, festes Metall haben wollen und auch scharfe Kanten, damit das Reindrücken einfacher ist. Außerdem können wir auch immer aussuchen, natürlich, welches Design wir haben wollen. Ne, da gibt es natürlich sehr viele. Es soll sich halt sehr gut anfühlen und es ist auch ganz wichtig, dass wir immer rostfreies Metall haben. Der Griff, der kann auch aus Edelholz gemacht sein oder aus Stahl, das gibt es auch. Wie schon gemeint, am besten immer empfehlen, würde ich empfehlen, dass es aus ein Stück Metall gemacht wird, dass das Metall auch sehr dick ist und halt auch sehr viel Druck aushalten kann. Diese sind rund hier, die ich habe hier persönlich. Es gibt natürlich auch welche, die haben ovale Formen, wie zum Beispiel eine Olivenform. Die gibt es auch in ganz verschiedenen Größen, von ganz klein bis groß. Genau dasselbe hier mit den Ausstechern. Die sind alle Mittelgröße hier, aber wie schon gemeint, da gibt es sehr, sehr viele andere. Ne? Allgemeine Tipps, bevor Sie Ihren Kugelformer benutzen, würde ich empfehlen, dass Sie immer alles erst schön abwaschen, auch Ihre Lebensmittel, bevor Sie dann ausstechen. Wenn Sie Lebensmittel benutzen, die vorher gepellt werden müssen, wie zum Beispiel Kartoffeln oder Karotten, dann schälen Sie die erst. Wenn Sie Früchte benutzen, die zum Beispiel mit Sauerstoff reagieren, wie zum Beispiel Apfel oder Birne, dann würde ich empfehlen, dass Sie die im Wasser tun mit einer Limonscheibe, damit die halt schön ihre Farbe halten und nicht braun werden. Falls Sie Butterkugeln schneiden wollen, dann würde ich empfehlen, dass Sie das Ausstechermesser ein bisschen in warmes Wasser reinlegen, da kann man besser damit ausstechen und auch die Kugeln von der Butter danach direkt ins Eiswasser reinlegen, damit die halt nicht zerlaufen. Wenn Sie Reste übrig haben, wie zum Beispiel Kartoffelreste, benutzen Sie die, um eine Suppe zu machen oder ein Kartoffelbrühe. Wir sollten keine Lebensmittel wegschmeißen oder verschwenden. Da gibt es immer wieder Nutzung von den ganzen Resten, die wir dann danach nach dem Ausstechen übrig haben werden. So, dann lass mich schnell mal zeigen, wie wir diese Ausstecher am besten benutzen können.
Am besten ist, also was ich am besten finde, wie sie am besten für mich arbeiten, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Lebensmittelprodukt nehme, ist egal, was es ist, ob es eine Frucht ist oder ein Gemüse, und dann den Ausstecher erstmal gerade rauflege mit der Öffnung, ein bisschen raufdrücke und dann den hochhebe, damit der im Produkt drin steht, und dann drehe ich einfach eine komplette Runde rum, ne, mit der anderen Größe oder mit jeder allen Größe ist genau dasselbe, immer schön reinstechen und dann schön rumdrehen. Ist ganz wichtig, damit wir eine komplette Kugel haben. Ansonsten kommt halt nur ein Halbmond raus. Ne? In der Karotte zum Beispiel genau dasselbe. Raufsetzen, hoch, umdrehen und dann haben wir hier eine schöne Karottenperle. Ne? In Zucchini wäre es natürlich genau dasselbe oder wie ich schon gesagt, jede andere Gemüse oder Frucht. Hier Apfel genau dasselbe. Machen wir mit der Schale mal. Es geht dann natürlich auch. Man kann ja alles hier essen. Ne? Und dann machen wir hier eine schöne volle Kugel raus. Oder eine kleine auch. Ne? Wie gesagt, ins Produkt andrücken, hoch und dann einmal komplett rumdrehen. Das ist, wie ich empfehlen würde, diese Ausstecher Parisienlöffel zu. Dass euch ein kleines Video gefallen hat und ein bisschen geholfen hat, vielleicht auch, wie man diese Löffel Ausstecher, Kugelausstecher aussuchen kann oder auch benutzen kann. Ich werde auch die ganzen Informationen in Text mit unter dem Video mit dran setzen, damit ihr es nochmal nachlesen könnt. Ich bin Chef David Janke. Danke, dass ihr heute mein Video angeschaut habt und ich hoffe, ihr seid bald wieder zurück.